Seid gegrüßt und willkommen zur 55. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Gut, ihr seid hier schön dran. Oh, sogar zu zweit. Mann, Mann, Mann. Die Tür weg. Sehr schön. Und beeilen bitte hiermit. Machen wir das hier schön zu. Okay, bringe erstmal weg. Auch gut. Genau, dann haben wir das schon mal zu. Hier soll ja keiner von denen rein. Das heißt, wir machen diese Tür raus. Hm, genau, man kommt ja eh nicht woanders hin. Schön, schön, schön. Hm. Ist hier gar keiner? Kein Anschluss, Leute? Warum? So ein Werkraum muss doch überwacht werden. Hm, Besserungsprogramm. Ja, ja, genau. Wir könnten noch mal ein paar mehr Leute einstellen. Wie viel kommen denn gleich rein? 10 Stück kommen. Wir haben auch nur für 12 Platz. Das ist gut. Wie viele können denn entlassen werden? 27 bereit für Bewährung. Ich würde aber sagen, wir brauchen viel mehr Hundepatrouillen. Ich bilde mir irgendwie ein, dass die sehr viel bringen, weil die Sachen erschnüffeln können und so. Vielleicht soll ich auch regelmäßig so Patrouillen hier in die Dingens reinmachen. In den Räumen halt. In den. Ah, wie heißt das hier? Gefängnisblöcken. Da habe ich ihn jetzt 15, mach mal 16. So, dann gucke ich mal, wo ich hier schon überall welche zugeteilt habe. Hm. Oh, das hier muss ich noch irgendwie als eingeschränkt machen. Genau, dass hier da nicht reingeht, Leute. Also, ich meine die Gefangenen natürlich. So, Hund ist grün. Okay. Will ich halt sagen, dass hier eventuell noch einer ist. In der Küche, natürlich. Und hier halt, ne? Haben wir zwei Hunde, genau. Hier ist auch schon ein Hund zugeteilt. Würde ich zwei sagen. Ja, schade, dass ich... hier ist gar keiner drin. Hier ist ja auch nie was passiert. Meistens ist halt... Ich glaube, hier was passiert, weil es hier so eng ist. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch frei habe von den Hundeführern. Ich habe bestimmt schon zu viel jetzt wieder zugeteilt, sodass es im Endeffekt wieder zu wenig sind. Oh, was ist denn hier unten passiert? Hat einer ein Messerchen sich bauen wollen? Ein, wie heißt das nochmal? Shanks? Shanks? Nennt man das so? Glaub schon. Wenn nicht, dann halt nicht. Oder war einer auf Klo? Gut, dass ich hier so ein Klo hingebaut habe. Ich glaube, das ist sehr gut, dass die dann zufrieden sind. Okay, zwei haben ernsthafte Beschwerden. Also wahrscheinlich wieder die, die Bauarbeiter hier, ja. Hängt wahrscheinlich wieder einer irgendwo fest oder so. Aber solange die hier alle okay sind... Meine 61. Oh, ich habe die Hälfte. Hm. Ich glaube, ich habe zu viele Wachen. Wobei, ich muss ja jetzt nicht immer neue einstellen. Erstmal. Oh, ihr chillt hier. Okay, eben sehen die Hunde anders aus, glaube ich. Hm. Hat der den gerade rausgeschubst? Okay. Holzstampfer. Wohin? Okay. Was? Hä? Warum? Warum soll der hier hin? Okay. Das finde ich äußerst seltsam. Ach so, der wird da gebraucht. Gut. Na dann? Also, so äußerst wichtige Sachen. Wehe, der geht es dahin, der Bauarbeiter. Holzstamm in Tisch lagern. Nicht euer Ernst. Okay. Hier ist auch schon einer eingesperrt wieder. Ihr chillt hier in dem Raum, aber habt ihr gar nichts. Das wollte ich hier oben noch machen. Ich wollte da oben irgendwas machen, ne? Hm. So, eine von euch muss aber gehen. Hab mich sagen lassen, ich habe zu viele von euch. Was weiß ich? Du guckst böse. Weg. So, aber dafür gehst du... Kann ich dich überhaupt so markieren?
Du gehst mal bitte hier hin, wenn das klappt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt dort zugeteilt. Moment, du hast auch drei Betten, ne? Cool. Macht ihm mal bitte einer auf. Danke. So, hier läuft alles, wie ich sehe. Ihr kriegt zu essen. Hier ist halt noch zu viel offener Platz. Okay, was ist denn mit der Tür? So. Und die Küche wird langsam zu klein. Oh, es muss ich. Das ist natürlich super dumm gebaut hier. Was mache ich denn da? Ich könnte es halt alles verschieben. Ich gucke mir erstmal an, wie ich das hier verkabelt habe. Wahrscheinlich katastrophal, aber es geht eigentlich. Okay, es ist für hier und für da. Oh, habe ich. Okay, das ist verbunden, alles gut. Ich dachte gerade schon, ich hätte es nicht verbunden. Genau, das ist die Stromversorgung. Und wenn ich das jetzt hier dran mache, dann geht das hier Ding, das Ding hier kaputt. Das hier Ding, genau. Das muss ich halt im Dunkeln machen oder so. Oder ich verlege schon mal genau die Kabel. Ob ich es hier so mache? Ich verlege das mal ganz hier an den Rand, würde ich sagen. Dann sollte ich das hier auch verbinden. Genau, wenn ihr das fertig habt, dann verschiebe ich das Ding im Dunkeln aber. Und baue dann hier größer. Genau. Was machst du denn mit dem Hund? Ach, ihr spielt oder du fütterst ihn. Oh. Hunde brauchen einen Zwinger zum Schlafen. Ich denke, ich habe hier genug Zwinger. Sogar ein Kloster drin. An nichts wurde gespart. So, was macht ihr hier? Das hier läuft doch gut mit dem Klo draußen. Ist zwar kaum voll besetzt, aber hey. So kann sich niemand beschweren. Hier, die wollte ich auch mal rausnehmen. Abreißen. Und. Was reiße ich ab? Den Servo, oder? Hallo. Abreißen. Dann ist mal das Ding offen. Ist halt Schwachsinn, dass das hier dann zu ist. Oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Nee, die sollten da schon rauskommen. Ich mache das einfach ganz zu. Das ist viel besser. Bitte nicht immer hier langlaufen. Soll halt keine Abkürzung sein. Räumt der auf? Der arbeitet gut. Hier ist aber. Okay, das war ein Schnellduscher. Hier fehlt eine Kamera. Oh oh. Hier so hin. No. Tada. Ist da überhaupt Strom? Geht so. Das müsste ja so passen. War hier immer dunkel? Ich hatte hier gar keine Kamera drin. Ups. Dann auch hier noch eine. Das ist echt viel dunkler als sonst. So, wie läuft das hier eigentlich hier mit. Wachenhälter ist natürlich viel. Häftlingszuschuss, genau, Exporte 10.000. Ich denke, es wird Zeit für einen zweiten Laden. Hier oben vielleicht. Mach ich mal. Laden oder Postraum könnte ich auch mal bauen. Das wäre halt sinnvoll, wenn der Postraum irgendwie hier wäre. Wie groß darf muss der sein? 5x5. 4x, 5x5. Machen wir mal Wände, Ziegelwand. Oh, wenn ich jetzt unterscheiden könnte, was der Postraum ist. Ich bin ja lustig. So, das ist 5. Also quasi zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, das müsste jetzt den Postraum
einschließen. Richtig? 5 mal 5. Ist das jetzt drin oder nicht? Ja, doch, ist drin. Sortiertisch, Tisch. Oh, ist ein bisschen eng wahrscheinlich. Egal, es reicht ja für euch alle. Sortiertisch. Sieht aus wie ein Schreibtisch. Voll gut. Oh, ich mag diese Lampen, diese grünen. Ich weiß auch nicht warum. Und einen Tisch. Tisch. Tisch klein, Tisch groß. Tisch. Und ich glaube, ich mache noch einen kleinen Tisch hier hin. Tada. So, was fehlt hier noch? Nix. Wir gucken dann gleich mal. Eine Tür sollte ich vielleicht auch rein tun. Oh, das ist gut. So, aber wer arbeitet nun da drin? Gefängnisarbeit. Zwei Leute. Okay. Zwei sind wohl qualifiziert. Dann kommt bitte hier rein und sortiert Post für mich. Oh, da kommen wieder die ganzen Nummernschilder. Genau, dafür wollte ich ja auch noch eine Fabrik bauen. Ich wollte mir aber noch anschauen, wie das hier überhaupt läuft. Okay, ihr sägt hier das Metall. Dann nimmst du dir was, bringst es da. Okay, ihr presst dann direkt. Okay, ihr bekommt die Metallplatten und presst dann, dann kommt es auf die Tische. Ihr macht hier Holzsachen. Ich glaube, ich mache nur Hydraulikpresse, Tisch und Sägen. Oh, das mache ich. Ich würde auch gerne noch neue Zellen bauen. Wahrscheinlich hier oben hin. Dann haben wir hier auch die Dusche noch mit dafür. Genau, hier würde ich einen Laden hinbauen. Laden. Das ist eigentlich die Mindestgröße. 4x4. Natürlich. Nicht gut. Können hier Zellen rein? Moment mal, wie groß ist das hier überhaupt? Oh, was haben wir wieder gefunden? Zigaretten. Ne, was tue ich hier? Wände? Pläne umsetzen? Ach. Ich kann aus Wände bauen, aber das passt natürlich nicht hier. Ja, was mache ich denn mit dem Raum? Oh, ich weiß. Noch mehr Zellen. Das heißt jetzt Pläne umsetzen? Nee. Ach so. Nee, aber nee, nicht so. Pläne löschen. Löschen, löschen, löschen. Dann so löschen. Gut, ich mache das jetzt vernünftig. Weiße Wände. Nee, ich habe hier diese neuen Wände auch. Ach ja, die neuen Sachen. Was ist damit eigentlich? Wand, Fernost. Nee, die müssten doch so Gummiwände sein, oder nicht? Liste filtern? Nö. Besuchertür? Hallo? Filter mal zurück. Meist gebraucht, genau. Straßensperre, Straßentor, Geheimtür. Hier fehlen noch irgendwie diese Gummiwandzellen, Türen, Wände, oder nicht? Ha. Nun gut, ich mache einfach meine weißen Wände wieder. Ist auch schön. Oh, zu weit rechts. So, hier hin. Dann natürlich die sicheren Türen. Genau, Einzelhaftzellentüren. Zack, zack, zack. Tada. Eventuell sollte ich auch eine Personaltür vormachen, damit da nicht irgendwelche anderen Gefangenen da reinlaufen. So, dann bauen wir hier noch eine Werkstatt hin, würde ich sagen. Heißt das Werkstatt? Ja, das heißt Werkstatt. So, 5x5. Ich würde eine große Werkstatt bevorzugen, dass ich möglichst viel damit machen kann. Und den Rest mache ich halt zum Aufenthaltsraum für euch. Achso, ich muss noch ein bisschen Platz lassen für Wände. So, zack. Wände. Hier würde ich drin Betonwände benutzen, mache ich das weiter so. Okay, zack. Dann würde ich sagen, kommt hier der Eingang hin. Ein Eingang reicht. Ein Eingang reicht, genau. So, wo haben wir denn den Metalldetektor nochmal? Oh Gott, die ganzen Schilder. Was ist das denn? Kleiderständer, okay. Detektor. Haben wir sogar noch einen. Der kommt hier so hin. Dann eine normale Tür. So, dann kommen jetzt hier die ganzen Sachen. Vielleicht doch zwei Dinge? Nee. Sägetisch? Heißt das Sägetisch? Genau. Tischsäge. Oh, man kann R benutzen. Ich glaub's ja nicht. Das ist die beste, also Umlaute benutzt, das ist die beste Neuerung, der beste Patch, den es gibt. Okay.
Mach mal hier so die Sägen hin, würde ich sagen. Ich hoffe, das passt. 4. Ist die Frage, ob die dann direkt pressen und dann auf die Dinger legen. Ich gebe mal einen Presse. Hydraulikpresse. Reicht der Abstand? Mal gucken. Und hier muss auch so viel Stroh. Oh, oh, oh. Das Ding hier muss noch upgradet werden, bevor die Sachen ans Netz gehen. Das hier ist verbunden schon quasi. Oh, oh. Das Elektrizitätswerk. Das heißt ja so genau. Ich habe nichts gesagt. 1, 2. Ich weiß, das ist dumm, dass ich das jetzt hier noch so hinbaue, weil ich das eh alles verschieben wollte. Warum kann ich hier nichts bauen? Obwohl ein Baum steht. Wow. Abreißen. Genau. Objekte. Und dann kommen halt die Tische. Ich würde die da oben hinsetzen. Bank? Nee, Tische. Mit ihr das hier hinlegen. Oder nee, hier am Ende würde ich sagen. Oh, das hat sich gerade nicht so gut angehört. Ach nö. Mann. Was ist denn? Oh, ich höre doch noch was. Ja, was ist hier noch los? Hier ist echt ein bisschen viel los draußen. Habe ich die jetzt überhaupt aufgeteilt, die Höfe? Die dürften ja alle allgemein sein. Ja, sind alle allgemein. Das ist jetzt halt nicht so schlau gewesen von mir. Ich würde das ja sagen, Hochsicherheitstrakt, weil hier müssen andere nicht hin. Genau, das hier könnte für alle sein. Ja, da gehen die Kondensatoren jetzt ans Netz. Ja, das hier ist auch gut. Ja, das hier, der muss auf jeden Fall offen bleiben, damit die alle hier durchkommen. Genau. Das muss ja... Oh, das hat noch gepasst vom Strom her. Okay. Warum? Ach so, nur 2 sind verbunden. Ich dachte gerade von irgendwas stimmt da doch nicht. Warum ist hier eine Leitung? Okay. Gut. Toiletten. Baue ich hier Toiletten noch hin? Ja, komm. Hier habe ich voll die großzügigen Toiletten gebaut. Und hier nur so einen allgemeinen Toilettenraum, wo du nebeneinander sitzen kannst. Wobei, 1. Ah, schade, 1. Doch, wenn ich die beiden wegnehme, kann ich da wieder so abgetrennte Sachen mitmachen. Also so kleine Separés ohne Türen. Nee, Wände muss ich rein. Kommen da gefließte Wände rein. Oh, das wird doch schön. Objekte so schneller machen. Los, Leute. Wir haben keine Zeit. Was ist das denn für eine Pille? Oh, oh. Was hat er gemacht? Oder fehlt mir, ich könnte auch mal langsam wieder die Durchsuchung hier machen von den Zellenblöcken. Zellenblock, was war da oben? Ich habe irgendwas gesehen. Verdammt. Oh, oh. Oh. Ich höre doch wieder irgendwie Stress, oder nicht? Und die Mikro, wenn man die Funkgeräte hört. Warum rennt er denn weg? Kackt, okay, er muss aufs Klo. Alles gut. Ist doch alles okay, oder? Ich höre doch wieder irgendwie Stress. Der kackt immer noch oder will immer noch. Ja, das sind es die hier, die durchsuchen, okay. Oh nein, wir haben wieder Tunnel gefunden. Okay, besser, dass wir die gefunden haben. Wo konnte ich nochmal sehen, ob die Zellen okay sind? Personal, Logistik. Nee, wo waren das nochmal? Das konnte ich doch irgendwo... Appell, was? Appell, war das immer schon da? Dazu auf, sich vor ihren Zellen aufzustellen, nur während der Schlafenszeit und nachts verfügbar. Oh, das klingt doch lustig. Machen wir das mal. Muss ich jetzt wieder so zurückschicken, oder? Das ist doch schön so, mitten in der Nacht. Warum laufen da noch welche rum? Seltsam. Geht mal wieder alle in eure tollen Zimmer rein, in eure Zellen. Das finde ich gar nicht lustig hier mit euren Tunneln. Haben die angefangen, hier Tunnel zu graben? Mach mal wieder so eine... Oder? Nee, wir machen wieder nur Zellenblock durchsuchen. Und hier natürlich auch. Ihr hinterlistigen...
So, aber ich muss hier auch weitermachen. Oh, vielleicht sollte ich hier auch mal nach Tunneln suchen lassen. Gefällt mir nämlich gar nicht, wenn die hier so rumhampeln in ihren Zellen. Oh, wieder ein Handy gefunden. Ah, so. Das hier ist alles gut versorgt, wie ich sehe. Ja, wir machen mal hier ein paar rein. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 4, 8. 8 wollte ich hier drin haben. Ich wollte euch ja Toiletten hier hinsetzen. Genau, hier müssten noch die Wände hin. Sehr schön abgetrennt. Gut, dann mache ich das auch hier, genau. Wo mache ich es denn hin? Eins, zwei. Das sollte ja reichen. Dann noch die Toiletten rein. Nee, Moment, die sind hier. Ich frage mich auch langsam, was ich mit den Waschbecken machen muss. Werden die gebraucht? Werden die nicht gebraucht? Ist das, stillen die das Bedürfnis nach Hygiene? Sehen wir das nicht irgendwie, Häftlinge? Nee, wo waren die Bedürfnisse? Hier. Hygiene. Die meisten Häftlinge wollen sich regelmäßig waschen, vor allem morgens nach dem Aufwachen. Mit dem Duschplan werden Häftlinge ohne eigene Dusche dazu gezwungen, den nächsten Duschraum aufzusuchen. Wenn es Probleme mit dem Duschen gibt, können sie ihre Duschanlagen erweitern oder den Häftlingen mehr Freizeit geben, damit sie sich je nach Bedarf waschen können. Okay. Dann. Die sind wütend. Wow. Personal ist auch cool, alles hier. Ihr braucht keine Hygiene, verstehe. Ach so, ja, wenn ich hier so. Oh, das passt sogar. Ha. Habe ich gut geplant hier. Ich würde sagen, hier oben bauen wir noch so Waschbecken hin, so zum Testen, ob das was bringt. Also, ob die benutzt werden. Was ist das denn? Druckplatte? Sinnvoll. Okay. Waschbecken, Handtrockner, oh Gott, Duschstange. Eins, zwei, drei Waschbecken und dann machen wir einen Handtrockner. Bin mal gespannt, wie der funktioniert und ob den überhaupt jemand nutzt. Ich habe so das Gefühl, dass hier auch noch eine Kamera hin sollte. Läuft wieder einer von außen. Oh ne, der hat von da hinten das. Ach, keine Ahnung, wie er das macht. Und warum ihr immer raus müsst. Bin mal gespannt, wie die da oben arbeiten werden. Aber das werden wir erst in der nächsten Episode sehen. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Folgen und den Rest, den ich so hochlade, nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.